hat sich so ergeben, dass die Ärzte aus Dübendorf uns von der Medix auch angesprochen haben, dass es einen gewissen Bedarf gibt an Grundversorgern, sprich Hausärzten, Allgemeininternisten, Kinderärzten und auch in der Gynäkologie. Und daraus hat sich das entwickelt, dass wir dann beschlossen haben, da eine Praxis noch zu eröffnen. Also wir bieten Grundversorgung an, das heißt die Hausarztmedizin und Familienmedizin. Es wird eine Kinderärztin vor Ort sein, das heißt man kann ab Neugeborenen mit den Kindern zu ihr kommen für die ganzen Normaluntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, die da so gemacht werden müssen, aber auch für alle kinderärztlichen Probleme und auch Notfälle wird die Kollegin zur Verfügung stehen. Und dann werde ich mit einer Kollegin von mir, der Frau Betschart, für die hausärztliche Medizin zur Verfügung stehen. Das heißt, jeder Halsweh-Schnupfen kann natürlich sowieso vorbeikommen, aber auch Leute, die dauerhafte Betreuung für ihre Blutzuckererkrankung oder ihren hohen Blutdruck benötigen, die einfach einen Hausarzt benötigen, können kommen. Und auch wenn sich jemand jetzt in der Umgebung beim Kochen, wie das gerne mal passiert, in den Finger geschnitten hat oder ähnliches, mit dem Fuß umgeknickt ist, dann kann er natürlich auch kommen. Wir haben Röntgen vor Ort und wir können kleine Wundversorgung vor Ort auch erledigen. Der Vorteil ist unter Umständen, wie ich das von den Patienten halt häufiger höre, dass in den Einzelpraxen leider nicht immer so schnell Termine vergeben werden können. Dass die Patienten halt haben meist doch ein Problem, wegen dem sie jetzt möglichst bald einen Arzt sehen wollen und nicht in ein paar Wochen. Wir werden bis 8 bis 18 Uhr die reguläre Sprechstunde haben, aber auch den Samstag Vormittag vor Ort sein und Sprechstunde machen können und wollen an einem Tag der Woche am Donnerstag nämlich eine Abendsprechstunde noch bis 19.30 Uhr oder 20 Uhr anbieten. Wir haben noch nicht alle Ärzte zusammen. Wir haben jetzt erstmal die Ärzte in der Grundversorgung. Das werden ich und die Frau Betschart zunächst sein zusammen. Und wir haben die Frau Kuck, die wird die Kinder- und Jugendmedizin abdecken. Wir suchen noch zwei Gynäkologinnen für unsere neue Praxis in Dübendorf, die jeweils zu etwa 50% arbeiten könnten. Momentan haben wir noch niemanden finden können, weil es im Moment zu wenige Gynäkologinnen auf dem Arbeitsmarkt hat. Also der Vorteil für einen Arzt in der Gruppenpraxis ist halt, dass er nicht ganz alleine für sich schafft und immer alle Probleme auch so ein bisschen mit sich selbst ausmachen muss und für alles verantwortlich ist, sondern man kann sich austauschen mit den Kollegen, die man hat. Speziell in der Medix gibt es dann noch Qualitätszirkel, einmal die Woche, die man besuchen kann, wo man einen schwierigen Fall oder etwas, wo man nicht so recht weiter weiß, mal besprechen kann mit mehreren erfahrenen Kollegen und da häufig einen guten Input bekommen kann. Und darüber hinaus ist es auch angenehm, im Team zu schaffen, für die Teamplayer unter uns, dass man einfach ein bisschen Austausch hat und auch mal Dinge, die einen vielleicht auch irgendwie gestört haben, die nicht so schön waren oder auch die schön waren, teilen kann und dadurch das Ganze besser verarbeiten kann. Na, wenn man mit mehreren Ärzten speziell in einer Praxis zusammenarbeitet, muss man auch immer ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn der eine jetzt in einem Untersuchungsraum ist, dann kann man natürlich nicht direkt dorthin, sondern muss mal zeitlich die Dinge so anpassen, dass es füreinander passt. Da muss man sich auch absprechen, dass man auch gemeinsam medizinisch an einem Strang zieht, dass der eine nicht eine Erkrankung immer auf eine bestimmte Art behandelt, wovon der andere in dem Fall nicht so viel hält, sondern dass man sich da an ja, den schulmedizinischen Standard letztlich auch orientiert und danach richtet. Und dafür gibt es speziell in der Medix erfreulicherweise, das ist eine sehr, sehr gute Einrichtung, so Guidelines, die erstellt wurden, einfach nach bestem medizinischen und wissenschaftlichen Wissen und Gewissen. Und da kann man sich dann da immer etwas mitorientieren. Und das ist auch ganz schön, so eine Sicherheit im Hintergrund zu haben, auf die man sich auch berufen kann bei bestimmten Entscheidungen
Und das gibt Stabilität in die Arztsituation. Ja, in jedem Fall. Also zum einen können natürlich Assistenzärzte in ihrer Hausarztzeit in Medix-Praxen auch absolvieren und da von einem ganzen Team von Ärzten profitieren und nicht immer nur die Sichtweise eines Arztes kennenlernen, sondern so ein bisschen eine mannigfaltige ärztliche Sicht kennenlernen. Zum anderen, sobald man denn vorstellt, sich als selbstständig als Arzt arbeiten zu wollen, als junger Hausarzt, ist die Medix eine ganz großartige Einrichtung, weil es Unterstützung gibt. Zum einen gibt es Teams von Gruppenpraxen, zum anderen kann man auch so auf das Wissen der Medix, die jahrzehntelange Erfahrung und auch die finanziellen Möglichkeiten zurückgreifen und muss seine Selbstständigkeit nicht komplett auf den eigenen Schultern aufbauen, sondern kann sich ja einfach da gemeinsam mit anderen Kollegen zwar komplett selbstständig arbeitend niederlassen, aber profitieren davon, dass man als Team eine Praxis führt oder dass die Medix die Praxisräumlichkeiten stellt, in Absprache mit den Ärzten natürlich jeweils, in denen die Ärzte dann selbstständig arbeiten können, ohne alles selbst finanzieren zu müssen ursprünglich. Dass man da auf Unterstützung und Erfahrung zurückgreifen kann, ist sehr wertvoll. Ich bin Vater von zwei Kindern, ab nächstem Jahr, so Gott will, von drei Kindern. Und dementsprechend bin ich in der Familie natürlich etwas eingebunden, sodass, wenn ich nicht schaffe, viel meiner Freizeit halt ich mit meiner Familie gemeinsam Sachen mache. Und ich bin gerne sportlich tätig, wobei das jetzt in den letzten Jahren leider etwas abgenommen hat. Das Velofahren ist da noch eine Sache, die ich immer noch ganz gut schaffe, aber Klettern oder Mountainbike-Fahren ist etwas zurückgegangen. Ich hoffe, wenn die Kinder etwas älter sind, dann werde ich das wieder etwas intensivieren können.